Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit dem gleich. Es ist Wintereinbruch. Ja, bei uns schneit, 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 schneit. Hab ich mir gedacht, komm, mach's dich ab, hoch in die Alpen. Guck da hier hinten, da, Alter, weißt du, guck hier. Alpen, Alpen, schön, wunderschön. So, jo, ansonsten gibt's nichts großartig Neues. Gehen wir direkt in den Item Shop rein. Alter, Tech Ops, neuer Skin. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht. Ich geb dem 5 von 10. Gucken wir mal in die aktuelle. Gibt es schon Bewertungen? Gibt es schon Bewertungen? Oh ja. So, also gucken wir mal da rein. Bewertung 2,33 von 5 bei 3 Votes nur. So. Das ist nicht viel. So, dann haben wir hier das Armature. Was soll denn das sein? Jetzt das Maria und Josef, da erschrecke ich mich. Ja, Leute, Leute, Leute. Was wird denn das? Kann ich nicht viel mit anfangen mit dem Ding auch. 5 von 10. Und Armature hat hier momentan 4 von 5 bei einem Vote. So. Aber hier. Sieht mir jetzt aber trotzdem. Also, das. Also, irgendwie, als ich das denen das erste Mal gesehen habe, so auf einem Preview-Bild, dachte ich, der sieht besser aus. Ohne Scheiß, wenn du da oben mal links guckst, finde ich, sieht er besser aus als das Ding hier. Naja, also, ich habe jetzt echt gedacht, Hammerteil und dann, naja, was gebe ich in dem? Ich gebe diesen Teil hier 5 von 10. Shit. Ich finde den wirklich, ich finde, der sieht nicht gut aus. Also sorry, aber die hätten so einen geilen Hubschrauber da reinnehmen können, dann machen die so ein Kackteil, so eine Kackwurst da rein. Naja. Also hier 2 von 5 bei einem Vote auch nur. Sieht nicht gut aus, das Ding. Also das neue Set ist scheiße. Gut, jetzt gehen wir zu den Daily-Items rüber. Vielleicht ist da ja Shade mit ihrer Venom-Schlange vorne auf dem Pulli. Hinten ein bisschen goldschwarz, Backpack. Seite kahl rasiert, rot gefärbte Haare. Stylisch, neckig. So, Ohrringe. Die Shade gibt von mir 6 von 10. Oh mal, was haben wir denn da aktuell hier? 3,21 von 5 bei 28 Votes. Dann haben wir den Dazzle. Oder die Dazzle. Und die Dazzle kriegt von mir ebenfalls 6 von 10. Und das hier ist 4,13 von 5 bei 16 Votes. Dann haben wir diese Exercise, finde ich, sieht total scheiße aus. Mit diesen knallig pinken, bunten Hantelscheiben da drauf. Finde ich, sieht nicht schön aus. Allein die Farben, da schlafe ich heute Nacht wieder schlecht von, wenn ich das Ding sehe. Deswegen kriegt die von mir nur 2 von 10. Die Exercise, ich finde die schrecklich. Also wirklich. So, was haben wir da hier? 3,29 von 5 bei 7 Votes. Dann haben wir den Squad Kick. Ja,
Der Squad Kick kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den nicht witzig, ich finde den cool. Squad Kick 10 von 10. Wo ist der Squad Kick? Da ist der Squad Kick. So. 4,69 von 5 bei 13 Votes. Yo, Leute. So, machen wir den Glück. Dann haben wir den Starry Flight. Das auch schon ein paar Mal da gehabt. Dieses Gemälde als Gleiter. Und kriegt von mir 6 von 10. Und hier haben wir 4 von 5 bei 13 Votes. Und dann haben wir den Job Well Done. Natürlich sehr, sehr interessant. Good job, baby. Kriegt von mir 7 von 10. Job Well Done. Ja, 3,18 von 5. 11 Votes. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet 6 Monate ein. Wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Ja, ihr könnt auch mal jetzt abstimmen hier, wie findet ihr denn den neuen Skin? Also, hab hier dann auch nochmal so eine kleine Umfrage da hinten dran gepackt. Gefällt er euch? Welche Note würdet ihr denn dem geben? Also machen wir hier Noten 1 bis 6. 1 beste Schulnoten halt, ne? 6 schlechteste. Sagen. So, und dann haut mal rein. Würde mich mal interessieren, ob euch, wie gefällt das Ding denn unseren Fans, unseren Zuschauern. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.